Wenn wir ihre Hofdamen getötet haben, ja. Das Töten einer Hofdame allein wäre schon ein großer Erfolg gewesen, aber dazu noch eine der Wurfspeere von Asurama. Heute wendet sich das Blatt. Heute haben wir den Weg zum Sieg eingeschlagen. Die Speere des Schicksals. Die Wurfspeere zählen zu den mächtigsten magischen Schöpfungen von Surama vor der Zerschlagung. Mit ihnen können wir die Zauberschütze der Wächterin und den und des Gezeitensteins ausschalten. Wir müssen schnell zurück nach Mesamea. Lady Prachtmir muss von unserem Erfolg erfahren. Das wird den Verlauf unserer gesamten Kampagne hier in Najata verändern, Arioche. Okay, gut. Also, ich würde jetzt lachen, wenn es jetzt wirklich heißt, yo, sauber, ihr habt ja schon mal so großartige Arbeit geleistet. Danke dafür. Aber, wie wäre es denn, wenn ihr mal euren Verbündeten wieder mal levelt? Vielleicht mal auf Level 60 hochlevelt. Keine Ahnung. Erstmal wieder 5 Millionen Jahre investiert, bis ihr weiter die Kampagne hier machen könnt. Ich finde es zwar viel besser, so wie sie es gemacht haben, hier in Najata jetzt noch zu Legion-Zeiten mit Surama, dass sie das so alles so ein bisschen instanziert gehalten haben. Und dann alles sich nur durch den Ruf freigeschaltet. Das heißt, wenn wir im Ruf aufgestiegen sind, ist auch das nächste Kapitel der Story freigeschaltet worden. Hier ist es ja nur, ja, level deinen Komparsen und wenn der halt ein bestimmtes Level erreicht, kannst du hier weitermachen. Finde ich, wie gesagt, durchaus besser als das, wie es noch in Legion gemacht wurde. Das ist ein erstaunlicher Fund, Arioche. Damit können wir die Wächterin des Gezeitensteins angreifen und ihn sichern. Okay, oh, das ist das letzte schon. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen Golgamevs Gezeitenstein unter unsere Kontrolle bringen und der Wurfspeer ist unsere beste Chance, die Barriere zu durchdringen, die ihn umgibt. Die Wächterin ist gewaltig, aber wenn wir Ashara besiegen wollen, müssen wir auch sie besiegen. Wir werden unsere gesamten Streitkräfte unten gleich vor dem Lager sammeln. Ich würde den Wurfspeer von Surama gern in euren Händen wissen, Arioche. In der kommenden Schlacht brauchen wir eure Stärke. Alter, es gibt einfach mal 25 Mana-Perlen. Finde ich schon mal ganz geil. Nun gut. Gen sammelt unsere Truppen. Wir treffen euch in der Nähe des Gezeitensteins. Okay. Gut. Das ist dann wirklich so der letzte Schritt, bis dann halt mit den Raid-Öffnungen dann wahrscheinlich auch die nächste Questreihe sich aufmachen wird. Das heißt, wir machen mal so einen plauschigen kleinen Flug zu unserem Questziel und schauen mal an, was das für eine gewaltige Schlacht ist. Ich sehe schon Jaina auf jeden Fall unten. In Nasjata droht uns große Gefahr. So, dann wollen wir mal so eine kleine Quack-die-Bruchlandung machen. Oh! The fuck? Champion, ihr kommt genau rechtzeitig. Wir wollen den Gezeitenstein. Ich rate euch, uns nicht in die Quere zu kommen. Das ist unsere beste Gelegenheit, Ashara den Gezeitenstein zu entreißen. Ihr Champion führt den Wurfspeer von Surama. Lasst uns hören, was sie zu sagen haben. Ja, ich bin der Babbo. Aber ich darf trotzdem nicht reden. Das macht für mich Jaina. Okay. So weniger, aber wir sind stark. Wir müssen siegen. Seid ihr bereit, den Angriff zu beginnen? Ich bin bereit. Ruf zum Vorstoß. Gebt acht, wem ihr vertraut. Jaina, die Wächterin des Gezeitensteins ist unseren Truppen weit überlegen. Lord Emar und ich kümmern uns um die restlichen Naga. Ihr greift die Wächterin an. Unser Champion führt den Speer. Wir müssen sicher gehen, dass er ins Ziel trifft. Erste Arkanistin, schützt mich, während ich angreife. Ein guter Plan. Unser Feind ist mächtig. Zusammenarbeit ist die beste Strategie. Aber wagt ihr es, mich zu hintergehen, werdet ihr meine Rache spüren. Gerade Gen, der Typ, der direkt getriggert ist, wenn man nur das Wort Horde oder nur das Wort Haar schon in den Mund nimmt. Auf einmal sagst du, ja, lass mal zusammenarbeiten. Ich hab jetzt nicht erfahren, wieso die jetzt zusammenarbeiten wollen. Außer jetzt der Klassiker, ja, wir haben hier eine größere Macht, die es zu besiegen gibt. Wir müssen uns zusammentun und diese Macht Einheit zu gebieten. Das ist so das, was ich verstanden habe. Aber wir haben jetzt hier nicht unbedingt jetzt gerade so erfahren, ja, okay, warum tun wir uns hier jetzt zusammen? Außer, wie gesagt, dass beide dasselbe Ziel haben und natürlich, der Feind meines Feindes ist auch mein Freund. Oder so war das Sprichwort ungefähr. Sprichwörter waren auch nicht unbedingt die größten Stärken von mir. wie so vieles auch in meinem Leben. Aber trotzdem. Ich denke mal, das ist so der einzige Grund, wie man sich das hier gerade so ein bisschen zurechtkleistern kann. Beide Parteien verfolgen dasselbe Ziel. Ja, warum tut man sich dann halt nicht für die Zeit zusammen und verfolgt das Ziel, bis man es geschafft hat. Danach kann man ja wieder sagen, ihr seid alle scheiße. Ihr habt unseren Baum niedergebrannt, ihr Pisser.
Wir machen euch platt. Und die Horde so, ja, okay, mach mal. Come at me, Bro, so mäßig. Ihr kämpft nicht schlecht für einen Elfen. Und ihr kämpft nicht schlecht für einen Wolf. Nicht schlecht. Sehr gut. Seid ihr fertig mit gegenseitig euch hier so ein bisschen den Arsch zu versohlen? In den im positiven Sinne, nicht in den negativen Sinne. Dann können wir auch gerne weitermachen. Wie viel Prozent geben mir eigentlich diese kleinen Viecher hier? Der Große hat mir richtig viel gegeben. Wie viel geben mir hier die Kleinen? Dann würde ich nochmal so einen Großen lieber niederstellen. 5%? Wo sind diese Riesenschinken, Alter? Ich nehme lieber diese Riesenficker. Der hat mir, glaube ich, 20% oder so gegeben. Hat sich jedenfalls so angefühlt, als wären es 20%. Können sie sich unsichtbar machen? Nein. Super! damit seid ihr super Kandidaten für meine Gruppe. Ihr macht zwar guten Schaden, ich glaube mal mehr als ich. Ihr seht hier... Alter, 40.000? Was zur Hölle? So viel Schaden mache ich gerade mal nur mit einer Fähigkeit, mit Vergiften, wenn ich Glück habe. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wer immer auch von euch diese heftigen Schadensdinger ausfährt, Respekt, Respekt. Ich hoffe, es ist Gen. Sonst müsste ich mir Gedanken machen über unsere Strategien, die wir hier so gegen die Horde aufgestellt haben. Damn, so, wir brauchen noch mal ein paar. Das heißt, wir nehmen euch hier zwei. Mit dem 40.000 Schaden, die ich hier gerade immer so mitbekomme, sollte das hier kein Problem sein, dass wir die mal schnell wegpusten und dann noch hier die zwei Palisaden kaputt hauen und dann sind wir soweit durch. Oh, ich hoffe, es gibt ein Cinematic oder sowas. So ein Mini-Cinematic oder sowas in der Art. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es so einen minimalistischen Cutscene oder irgendwas gäbe. Wäre auf jeden Fall cool. So, einen haben wir. Komm, ohne. Yo. Unsere Streitkräfte kümmern sich um die restlichen Naga. Wir schalten ihren Anführer aus. Gut. Das ist doch meine Ansage, mit der ich arbeiten kann. Die Frage ist, wo ist denn das nochmal? Ach, das ist hier eher auf den Klippen. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen hier durchschleichen. Ah ja, durchschleichen funktioniert ja nicht, weil die Kollegen nicht schleichen wollen. Ja. Das ist natürlich scheiße. Dann müssen wir es immer so auf die eidgedroschene Turm. Nee. Das ist euer, behaltet den. Ihr macht... Ah, fuck, der hat eine Mille am Leben. Ja, da müssen wir vielleicht mithelfen. Da müssen wir vielleicht doch mal den erstmal aushelfen. Gepult haben sie ja schon mal fleißig. Mal sehen, ob sie es auch irgendwie hinkriegen, die ganze Scheiße wieder rauszuboxen. Alter, Oh, shit. Ich werde wahrscheinlich krepieren, wenn die Leute hier nicht schneller mal diese Ficker hier weghauen. Gott sei Dank habe ich meinen Begleiter. Der heilt mich ab und zu mal noch. Das ist so der auch noch ein positiver Aspekt, den der Kollege hat. Er kann ab und an mal heilen, wenn du mal super low am Leben bist. Das ist so die eine und die zweite Funktion, die er in meiner Gruppe erfüllt. Ansonsten nervige Wichser. Ich bin fast tot. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich heile mich mal selber noch ein bisschen. Damn, haben sie viel gepult. Das gibt's doch nicht. Ich bin ja gerade noch so am Überleben. Gerade noch so. Hätte ich gewusst, dass wir hier zu dem Boss vorstoßen müssen, dann hätte ich auch gleich hier den ganzen Scheiß mitgenommen. Naja, konnte man ja nicht wissen. So, pullen wir den erstmal hier zu uns hin. Ich habe keinen Bock hier mich noch... Ja, oder teleportiert. Oder geht einfach dahin und holt mir noch mehr Probleme an Leib. Oh, bitch. Please. Können wir... Ja! Oder Lofrimmer, geh da hin und hau ihn um. Was mit dir ist, ist mir scheißegal. So, solange der Wichser hier krepiert und ich hier nicht sterbe, ist alles gut. Kannst du machen, was du willst. Ist mir echt Wayne... Bitte, ich bin fast tot. I am so fucking dead. Oder auch nicht. Werf den Wurfspeer von Surama. Ja, ich würde den ja gern werfen, wenn ich hier mal endlich mal ein bisschen Freiraum hätte. Ein bisschen Luft nach oben, wie man das so schön sagt. Ich krieg aber hier die Fresse poliert. Mal wieder. Lofrimmer, mach mal was. Lordthema. Oder wie man dich hier im Deutschen aussprechen würde. Hilf mir. Ich bin fast tot. Scheiße, Alter. Das sind hier die krassen Operationen. Operation bleib am Leben. Bleib am Leben hier. Komm, hau die Uschi jetzt mal weg hier. Mit eurem 40.000 Schaden sollte das hier doch kein Problem sein. Okay, den Speer werfen. Wenn ich nur wüsste, wo. Werft den Speer von Surama. Ja, wo? Ich check's nicht. Wohin denn? Ich hab den verfickten Speer noch nicht mal. Hä? Bin ich wack? Ich habe echt keine Ahnung, wo ich ihn hinwerfe. Werf den
Ich hab's gecheckt, wohin? Wohin? Rede mit mir, Jaina, wohin soll ich die Kacke... Ich hau den einfach jetzt nochmal um. Was anderes bleibt ja scheinbar nicht übrig. Vielleicht droppt er dann den Speer oder... Nein, ich hab den Speer aber. Da fuck, ich hab in meinem Inventar nichts. Egal. Wir hauen den Wichser jetzt einfach nochmal um. Und hoffen mal, dass dadurch irgendwas sich triggert, was uns hier weiterhilft. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich machen soll. Da schreibt mich einfach Jaina an, wirf den Speer. Ja, super, ich habe nichts zum Werfen. Wie wär's mal damit, Uschi? Ich habe kein Ziel. Hä? Ich muss woanders hin. Ich glaube. Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich glauben soll. Wo soll ich die Kacke denn hinwerfen? Ey, das ist gerade so anstrengend. Das ist Beste. Blizzard Beste. Keine Ahnung. Wirf den scheiß Speer. Ja, wohin, Mann? Wohin? Jetzt erstmal wieder weitere 5 Millionen Leute pullen. Geil. Jetzt, Champion! Wie ihr wollt, wirf den Speer! Euer Champion macht mir keine Angst. Geil. Ja, ich weiß nicht, wohin ich den werfen soll. Mann, markiert mir doch die Kacke hier mal irgendwo hin. Ich weiß es doch nicht. Ich will ja werfen, aber wohin, bitte? Wohin? Nee, darauf habe ich keinen Bock. Ey, sorry. Ich mach hier kurz eine Pause und finde überhaupt erstmal raus, was hier abgeht. Geil, dann machst du einmal Slash Reload und auf einmal taucht der scheiß Speer in meinen Händen auf. Sauber. Gut, auf jeden Fall schon mal das Problem gelöst. Okay, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben das Ding kaputt gemacht. Jetzt kommen wir hier mit unserem Gleiter nochmal angeflogen und geben ihr den Rest. Wie es ehrenvolle Menschen wie ich nochmal so tun. Bam, Bitch! Get out my way! Das ist aber nicht der Boss, den wir töten müssen, oder? In dem Raid? Oder? Nee, das ist die noch nicht mal. Das heißt, die werden wir auch umbringen. Geil! Endlich mal was, was wir endlich töten dürfen. Mein Herz freut sich. Auf das Antlitz meiner Königin, Lisa. Es ist zu weit entfernt. Okay. Ich bin außer Reichweite. Immer diese Schnickschnacks hier, die ganzen Gelaber. Können wir einfach nur fighten? Können wir es einfach hinter uns bringen? Ich bin schon ein bisschen so pisst über die ganze Situation gerade eben. Die ganze Zeit hier irgend so einen scheiß Speer werfen, der nicht mal in meiner fucking Leiste da ist. Sauber. Blizzard, ihr seid auf jeden Fall Meister der Künste. Ein Meister der Künsten hier. Ist auch nicht schlimm. Hat ja nicht lang gedauert, um herauszufinden, wie der ganze Käse hier funktioniert. Müssen jetzt nur noch hier die Kollegin eben mal kurz die Fresse weghauen, den Stein sichern oder zerstören. Ich denke mal aber, sichern macht mehr Sinn, als den zu zerstören. Vielleicht kann man den noch irgendwie benutzen und den zu unserem Vorteil zu ziehen. Gerade wenn wir von Najata verschwinden wollen. Denn laut Lore oder laut der Mission, die wir hier sind, sind wir hier erstmal gefangen. Weil hier um Najata herum, sieht man das? Sieht man, dass diese geilen Wellen um uns herum... Ja, genau. Die geilen Wellen um uns herum sind. Das heißt, wenn wir hier verschwinden wollen, müssen wir erstmal hier überhaupt einen Weg rausfinden. Cool. So. Das war auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Arbeit. Schnell. Der Gezeitenstein. Asharas Truppen sind geschlagen. Ihre Kontrolle über den Gezeitenstein ist gebrochen. Der Weg in den Palast ist immer noch versperrt. Mit der Macht des Gezeitensteins könnten wir die Barriere durchbrechen. Aber seine Energien zu kontrollieren ist zu viel für mich. Vielleicht schaffen wir es. Zusammen. So sei es. Der Weg ist frei. Asharas Herrschaft muss enden. Ja, sauber. Guck mal. Da tut sich mal wieder... Kaum, wir hatten das Cinematic, wo sich die Allianz und Horde zusammenschließen und ein bisschen auf Kuschelkurs gehen. Und dann haben wir sowas, wo die Allianz und die Horde, wer hätte das gedacht, auch wieder auf Kuschelkurs gehen. Ah, ich liebe den Kuschelkurs. So.
Der Weg zum Palast ist nun frei. Wir müssen dieser Bedrohung ein Ende setzen. König Ashara ist die mächtigste Zauberin, die es gibt. Sie hat schon vor tausenden Jahren Magie gemeistert, lange vor der Geburt unserer Erzmagier. Dennoch müssen wir obsiegen. Andernfalls werden sie und ihr dunkler Meister ganz Azeroth nach Belieben umformen. Champion, wir müssen Ashara besiegen. Kämpft ihr mit uns? Okay, das ist dann die Quest, die wir dann kriegen, um dann halt in den... Die Champions der Horde jagen jeden einzelnen Naga aus dem Palast. Ashara wird für ihre Taten bezahlen. Die Helden der Allianz werden die Möchtegern-Königin entthronen. Wir suchen keinen Kampf mit euch, Lortimer. Aber wir dulden keine Einmischung. Was haben wir denn hier? Bittere Rivalen vereint um meinen Gezeitenstein. Ich habe wirklich eine Gabe dafür, meine Untertanen zu versöhnen. Ihr haltet uns nicht auf, Ashara. Wir werden eurer Herrschaft ein Ende setzen. Euch aufhalten, mein liebes Kind. Warum sollte ich euch aufhalten? Betrachtet dies als förmliche Einladung. Alles ist vorbereitet und eure Ankunft wird sehnlichst erwartet. Es gibt so viele Wunder zu entdecken. Einfach majestätisch. Soll ich es sagen oder will das einer von euch aus der Gruppe sagen? Aber es klingt wie eine Falle. Es klingt wie eine Falle. Das ist nicht unbedingt so wie jeder andere Raid-Boss, der so sagt, no, oh no, you are here, sondern mehr so nach dem Motto, ja, komm doch, come at me, bro, come at me. Das klingt so, entweder ist sie sehr überschätzt und denkt sich, yo, das sind alles nur ein Haufen Gewürm, die klatsche ich einfach um, wenn die in meinen Palast reinkommen. Oder, irgendetwas stimmt da nicht und sie hat irgendwas mit uns vor. Ich habe keine Ahnung. Das ist nur mein Bauchgefühl, was mir das so sagt. Das könnte eins von beiden sein. Entweder ist sie einfach nur sehr hochmütig oder sie will uns dann eine Falle legen und uns dann richtig fertig machen. Wir wissen es nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn der Raid aufmacht und wir dann zum letzten Boss vorstoßen. Ich würde in dem Sinne sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. See ya, Leute.